Nicht nur mit der Kooperation hat die Förderschule eine Premiere. Auch die Schulband hat bei der Feierstunde ihren ersten Auftritt vor Publikum gehabt. Bei Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe geht es darum, dass die Schüler so viele praktische Erfahrungen wie möglich sammeln. Denn es ist ein großer Unterschied vom Arbeitsblatt in der Schule zur realen Arbeitswelt. Ich muss in Realsituationen gehen und da kann die Schule nur ganz begrenzt Angebote machen. Man muss einfach rausgehen in die Betriebe, um zu erfahren, was heißt es, 8 Stunden zu arbeiten, was heißt es, mal hinter der Theke zu stehen, was heißt es, immer freundlich zu sein, was heißt es, durchzuhalten. Das geht nur einfach in Realsituationen. Die Zusammenarbeit zwischen Fitterersmärkte und der Erich-Kästner-Schule Gaggenau besteht schon länger. Mit der Vertragsunterzeichnung ist die Kooperation nun offiziell. Die Angebote für die Schüler stehen fest. Wir bieten zum Beispiel betriebliche Seminare und Schulungen an. Wir gehen in die Schulen, stellen die Ausbildungsberufe vor, die es bei uns gibt. Wir stellen das Unternehmen vor, welche Qualifikation braucht man, welche Schulnoten sind wichtig, wo fällt man durchs Raster durch, wo nicht und was können wir zusätzlich noch tun über die Berufspraktikas im Unternehmen, um vielleicht den nicht unbedingt hochqualifizierten Schüler doch noch einstellen zu können. Aber nicht nur die Schüler profitieren von der Kooperation, sondern auch das Unternehmen selbst. Sie können so die zukünftigen Mitarbeiter gewinnen. Wir haben ja große Probleme mit Fachkräften und immer mehr. Und so muss es uns gelingen, jeden einzelnen Schüler, egal von welcher Schule, in einen Beruf hineinzubringen. Wir müssen ihn unterstützen, müssen ihm helfen, wir müssen ihm die Hand reichen. Mit Wirtschaft macht Schule werden die Schüler bestens auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft unterstützt. Die ersten 2 Schüler haben auf diesem Weg schon einen Praktikumsplatz bei Fitterersmärkte bekommen. Und es werden viele folgen, die so erste Berufsluft schnuppern können.